Das Audi-Forum am Münchner Flughafen. Ausgangspunkt für die Audi RS6 Golftour. 8 Teams nehmen hier ein atemberaubendes Auto für eine erlebnisreiche Reise entgegen. Mit dem RS6 geht es über Alpenpässe und Bergstraßen zu ausgesuchten Golfplätzen und exklusiven Wellnesshotels. Für all diejenigen also, die Sport als Hobby als auch am Limit lieben. Ich kann exklusiv einen der neuesten und schönsten Limousinen im Sportwagenbereich testen. Ich kann zweitens mein Hobby, was ich mit Leidenschaft verbinde, auch noch ausüben. Und drittens genießen, wie es ist, wenn eine perfekte Organisation hinter einem guten Produkt steht. Der Audi RS6 setzt neue Maßstäbe in der Business Class. Mit seinen 580 PS ist er das leistungsstärkste Modell der aktuellen Audi-Palette und in seiner Klasse. Edelste Ausstattung und ein außergewöhnliches Design machen den Boliden zu einem idealen Partner für eine Tour durch die Alpen. Selbst weniger sportlich ambitionierten Fahrern bietet die Reiselimousine ein höchstes Maß an Komfort und Sicherheit. Der erste Eindruck vom Wagen ist sehr gute Verarbeitung, sehr gutes Raumgefühl. Man kann, wenn man möchte, auch sehr schnell unterwegs sein. Das ist für mich das absolute Highlight von dem Ansprechen des Fahrzeuges, dieses Beschleunigen, diese Sicherheit, die er gleichzeitig auch vermittelt. Der Motor, der super durchzieht. Es macht riesen Spaß, dieses Fahrzeug zu fahren. Und ja, das nächste Weihnachtsgeschenk ist gebucht. Im luxuriösen Ambiente des Mavida Hotels in Zell am See tanken die Teilnehmer der RS6 Golftour noch einmal Kraft für das Golfmatch am nächsten Morgen. Der Golfclub Europa Sport Region. Mit 2 18-Loch-Championship-Plätzen ist er die größte Golfanlage im österreichischen Alpenraum und zählt auch zu den schönsten. Ich würde es mit den Worten beschreiben, alles kann, nichts muss. Es gibt sicherlich einen festen Routenplan, damit man ungefähr eine Richtung hat. Ob man ihn natürlich in allen Punkten miterleben möchte, das bleibt einem freigestellt. Je nachdem, was einer möchte, kann er sich das so auslegen. Ich wollte es ein bisschen sportlicher haben. Es waren aber auch Leute mit dabei, die man unterwegs überholen durfte, die etwas langsamer unterwegs waren. Tour erreicht Kitzbühel. Hier erwartet die Teilnehmer der RS6 Golftour ein weiteres Highlight. Das Grand Spa Resort Arosa, ein Hotel der Superlative. Den Gästen bietet sich ein 3000 Quadratmeter Spa-Bereich. 3 Restaurants und direkt vor der Tür ein 9-Loch-Golfplatz. Doch heute geht's an einen 18-Loch-Platz. Dem Golfclub Scharzee. Er markiert gleichzeitig das Ende der dreitägigen Tour. Diese Tour ist sowohl für Golfer wie auch für Nicht-Golfer geeignet. Wenn man sich in dem Kreis umguckt, die sind alle wunderbar zufrieden. Es hat ihnen alle sehr viel Spaß gemacht. Obwohl ich sagen würde, jemand, der dieses Auto richtig genießen möchte, sollte schon Herz und Kreislauf in einem guten Zustand haben.